Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei einem AEG-Lavamat-Gerät den Fehlerspeicher auslesen könnt. Zuerst schaltet ihr das Gerät ein, danach haltet ihr die Start-Pause-Taste und die Taste links daneben gedrückt. Und schon seid ihr im Prüfmodus. Um den Fehlerspeicher auszulesen, dreht ihr nun den Drehregler auf die Position 10 und ihr seht, hier ist ein Fehler gespeichert. Um den Fehler zu löschen, wird wieder die Start-Pause-Taste und die Taste links daneben gedrückt gehalten. Nach dem Aus- und Wiedereinschalten kommt die Anzeige ELE, das ist ein kleines Prüfprogramm. Lasst dieses bitte mindestens 10 Minuten laufen, dabei werden die Sensoren neu kalibriert. Weitere Informationen bekommt ihr auf meiner Homepage waschmaschine-kaputt.com. Wenn ich euch mit dem Video helfen konnte, wäre es schön, wenn ihr meinen Kanal abonniert und einen Daumen nach oben da lasst.